Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE All-Stars Path of Champions. Weiter geht's mit dem wunderschönen Mode hier. Den Undertaker, den haben wir abgeschlossen. Dessen Kampagne, also geht's jetzt weiter mit Randy Orton. Randy Orton lässt alle WWE Superstars gegeneinander antreten, um seinen Gegner im Kampf um die WWE Championship bei WrestleMania zu ermitteln. Stellst du dich der Herausforderung? Ja, komm, machen wir. So, wir dürfen jetzt natürlich wieder wen auswählen. Und da es diesmal ja um normale WWE Superstars geht, habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich auch einen normalen WWE Superstar und keine Legende. Beim letzten Mal habe ich ja Stone Cold Steve Austin genommen. Rein theoretisch kann man The Rock ja als auch normalen Superstar nehmen. Rein theoretisch ist der momentan noch in der WWE, wenn er nicht verletzt wäre. Aber nein, wir nehmen dann wirklich einen, der auch hier als Superstar registriert ist. Und zwar habe ich mir gedacht, wir nehmen CM Punk. Also gucken wir mal, dass wir mit CM Punk hier die Randy Orton Kampagne machen. Get a look at greatness. I am Randy Orton, a third generation superstar. I am the evolution of WWE and my list of accomplishments are endless. I'm issuing an open challenge. If you think you can stop the most genetically gifted athlete ever, if you think you can take this title from me, then go ahead. Earn your shot by destroying everyone in your way. But make no mistake, when you face me at WrestleMania, when you step into the ring with the Legend Killer, I will end your career. Jetzt habe ich aber Angst, du. Also, dann gucken wir mal. Und treten an gegen Drew McIntyre. Also, den werden wir noch gerade so hinbekommen. Da haben wir schon gegen stärkere Wrestler gekämpft. Eddie Guerrero, den Ultimate Warrior, The Rock, Steve Austin, Steve Austin, ja klar. Den Undertaker, Andre the Giant, Roddy Piper, und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, dann schaffen wir auch Drew McIntyre, denn CM Punk wird Steve Austin als Charakter wohl auch nicht so in so vielem nachstehen, was jetzt so die Skills angeht. Von daher blicke ich hier jetzt erstmal noch positiv in die Zukunft gegen Drew McIntyre. Das wird mit Sicherheit machbar sein. Naja, wir werden sehen, ne? Vielleicht ist er auch übel overpowered in diesem Spiel. Naja. So, CM Punk, der zeigt schon an. Go to sleep. Gut, dann gucken wir mal, ob wir McIntyre platt machen. Ob wir das hinbekommen. Das ist auch geil. Ah, fuck. Drew McIntyre, WWE All-Stars. Nur Legenden und krasse Superstars am Start. Und dann Drew McIntyre. Aber gut, vielleicht war der zu dieser... Alter! Vielleicht war der zu dieser Zeit ja auch extrem gut. Das weiß ich nicht. Vielleicht wurde der da ja hart gepusht. Keine Ahnung. Ich nehme das Video hier jetzt übrigens am 12.10.2013 auf. Also es ist mal wieder ein bisschen vorher, bevor es rauskommt. Ja, was du kannst, kann ich auch. Ich kann auch einfach die ganze Zeit schlagen. Das hat der auch gerade gemacht. Also darf ich das auch machen? Da ist er ja überhaupt nicht stark gepusht von der WWE bei 3MB. Abgesehen davon, dass 3MB scheiße ist. Die verlieren ja auch einfach immer. Zu Recht, weil 3MB, oh Gott. Einzige, was an 3MB cool ist, oder eigentlich cool kann man da auch nicht sagen, aber was einigermaßen ist, dass, scheiße, dass Heath Slater einer der wenigen war, die jetzt in der PG-Era nochmal Blut gezeigt haben, auch wenn das wohl unabsichtlich war. Einmal hat Brock Lesnar ja geblutet, einmal Cena, aber viel mehr haben wir auch nicht gesehen. Aber eben, ja, Heath Slater einmal. Der hat einmal geblutet. So, und jetzt sehen wir den ersten Signature von CM Punk. Wie er noch mit dem Arsch wackelt. Was ist das denn? Das ist ja mal geil, du. Das ist ja mal geil. Jubeln wir mal ein bisschen. Go to sleep, McIntyre. Der auch noch gejubelt, der Arsch da draußen. Oh, wie das Genick immer... Gut, Genick war das hier ja nicht. Ah, scheiße, das war dumm.
Hehehe, Konter, Bitches. Okay, das war gerade dumm mit dem Finisher. Aber das hat funktioniert. Der zweite Signature gegen McIntyre. Boah. Geiler Scheiß. Ach, schon wieder? Wie schnell steht der mal auf? Du Scheiß weg. Nein. Jawohl. Das war eng, aber wir könnten mal hoch. Und jetzt eine schöne Jump-Action zeigen hier. Hehehe. Sehr gut. Boah. Puh. Komm her. Aber der hält eigentlich ganz schön was aus. Also, das heißt, ganz schön, er hält ganz schön was aus. Vielleicht nicht, aber der... Obwohl er schon keine Lebensenergie mehr hat, dauert es immer noch, bis der aufsteht. Dauert es nie, bis der aufsteht. Also, der steht immer sofort auf. Was eigentlich ganz schön krass ist. So, gucken wir diesmal vielleicht nicht. Jawohl, jetzt vielleicht mal. Go to sleep. Jawohl, meine Damen und Herren. Bam. Alter Vater. So, dem haben wir ordentlich gegeben. KO. Sieg durch Knockout hier gegen Drew McIntyre. Und standardmäßig wird danach auch noch gepinnt. Also das erste Match in der Road to WWE Champion. Hätten wir also schon mal gewonnen. Nice. Zeichen der Exzellenz. In einem beliebigen Match gegen einen Computergegner eine Goldmedaille gewonnen. Was haben wir hier eine Goldmedaille gewonnen? Ach so, da unten das Ding. Nicht schlecht, oder? Geiler Scheiß. Gegen Drew McIntyre, den haben wir ordentlich abgezogen hier. So, der nächste. Okay. Diesmal ist es schon ein bisschen schwerer. Also wieder ein Triple Threat Elimination Match. Kennen wir ja aus der Undertaker-Kampagne. Diesmal gegen John Morrison und Kofi Kingston. Also gegen zwei sehr starke Techniker, gegen zwei High Flyer. Die beiden großartige Matches beim Money in the Bank Ladder Match gezeigt. Alter, ist übertrieben, der John Morrison. Ist ja extrem krass. So, gut, gut. Dann gucken wir mal, was die beiden hier so für uns parat halten. Wir haben ja schon ein paar Elimination Matches gewonnen. Dürfte also machbar sein. Ob ich es beim ersten Mal schaffe, das werden wir jetzt sehen. Was hat denn John Morrison für einen Finisher? Das weiß ich gar nicht. Zu der Zeit habe ich kein Wrestling geguckt, als der aktiv war. Bei Kofi Kingston ist es Trouble in Paradise. Das weiß ich. Aber gut, vielleicht sehen wir ja den von John Morrison heute noch. So, jeder schön am Jubeln. Und dann geht's los. Okay, Kofi Kingston. Sehr geil, gekontert. Der hat es erstmal auf mich hier fixiert. Super, John Morrison auch. Das kann ja ein Spaß werden hier. Ja, komm doch näher, du Arsch. Jawohl. Oh, sehr schön. Haha, nice. Schöne Kickserie hier gegen Kingston. Ja, und jetzt kommen beide hier. Ah, sehr gut. Mal gucken, ob wir... Doch. Komm. Ah, fuck. Fast wäre der Jubel komplett gewesen. Aber ja, mittlerweile habe ich es ein klein bisschen besser drauf mit dem Kontern. Gut, vielleicht war es jetzt auch nur Glück. Das kann auch sein, dass ich da ein bisschen Glück hatte mit dem Kontern. Nein. Uff, sehr gut. Er ist auf Drew McIntyre. Auf Drew McIntyre, sag ich schon. Auf John Morrison gegangen. Ja, klappt jetzt ordentlich mit dem Kontern. Also ich konter jetzt auch mal. Wow, was war das denn hier? Alles fliegt durch den Ring. Beziehungsweise jeder fliegt durch den Ring hier. Das ist ja der Wahnsinn. Na, fuck, den habe ich jetzt nicht gekontert. Boah, kommt da noch ein zweiter Nachschlag, du. Wow, hier die... Schon wieder gekontert. Und der Signature, jawohl, gegen Kofi Kingston. So muss es aussehen. Bam, dieser harte Clothesline da. Ah, jetzt kickt er mich um, der Arsch. Da wollte ich den Finisher zeigen. Und, ah, fuck. Das ging schief mit dem zweiten Signature. Aber komm jetzt. Jawohl, da ist der zweite Signature. Ist wieder dieser Signature mit der langen Schlagserie und dann die beiden Kicks hinterher. Zack, noch mit dem Popo gewackelt. Oh, wann kommt denn hier der Konter, Alter? Boah, fuck. Ach, das war ein Signature von Morrison. Und da sind wir draußen. Aber es kommt keiner hinterher, das ist schon mal sehr gut. Dann jubel ich hier. Oh, obwohl das ist Quatsch. Zu jubeln. Ja, das war Bullshit, was ich hier gerade gemacht habe. Aber gut, dass ich gekontert habe. Nein, bitte nicht auf mich. Nicht auf mich. Oh, sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. An Kofi Kingston, der ist mal schön auf. Ach nee, mit LT geht man ja rein. Komm, wir gehen mal hier aufs Ringseil und. Bam!
Und jetzt komm, go to sleep. Oh, wieso greift der Idiot mich an? Mann. Oh, fuck. Aber Kingston, der hat schon... Er hat noch weniger Lebensenergie als Morrison. Das wundert mich. Das wundert mich irgendwie. Ich dachte, Morrison hätte wesentlich mehr abbekommen. Aber gut, dann ist es eben so. Na, ah, fuck, kein Konter. Habe ich ja mehrmals nicht mehr gekontert hier. Boah, scheiße. Jawohl! Wieder gekontert. Gibt es hier eigentlich auch Tag-Moves, dass man die mal machen könnte? Nice, erneut gekontert. Oh, nee, das war dumm. Boah, fuck. Alter, bricht er mir hier alles. Der Kollege. Hier dieser krasse Move. So, jetzt kriegst du aber mal wieder den Signature ab, Morrison. Dann haben wir den auch mal komplett im roten Bereich. Jawohl, sehr schön. Oh, das ging schon wieder in die Hose. Aber dafür ging der Sprung von Morrison ebenfalls noch schief. Mann, ich hatte jetzt schon dreimal oder viermal sogar schon, wo ich den Finisher hätte machen können, aber nie ist es mir gelungen. Aber dafür jetzt wieder der Signature. Erneut gegen Morrison. Und der ist jetzt kurz vor gar kein Leben mehr. Also jetzt ist Morrison der mit dem wenigsten Leben. Scheiße. Wieder nicht geschafft zu kontern. Nein, Kingston. Oh, Mann. Wenn zwei Leute drin sind, ist es quasi unmöglich zu kontern. So ein Quatsch. Zu finishern. Nein, den Finisher zu benutzen. Also müssen wir mal einen hier rausschmeißen. Kontert der Arsch, ey. Morrison schon wieder hier mit. Aber das war doch nicht der Signature. Ich gehe mal wieder rein in den Ring. Das hier reicht mir. Höh, das wollte ich gar nicht. Höh, ist das False Count Anywhere? Auch geil, wusste ich nicht. Ich bin jetzt extra in den Ring gegangen, um dort zu pinnen, wenn er da reinkommt. Und jetzt kann man draußen auch schon pinnen. Auch interessant. Boah, jetzt kickt er mich hier um. Während er da aufsteht. Und komm, wir pinnen einfach mal. Mal gucken, vielleicht funktioniert's ja. Nee. Das funktioniert nicht. Wir sind zwar bis 2 gekommen, aber kein Pin. Aber jetzt könnten wir mal den... Scheiße! Ich habe mich zwar nicht unterbrochen, aber dafür, ja gut. Aber dafür stand er falsch. Boah! Geil! Balldriver! Ein schöner Balldriver gegen Kingston. Und das dürfte funktionieren. Und damit haben wir dieses Triple Threat Elimination Match gewonnen gegen John Morrison und Kofi Kingston. Sehr gut. Der zweite Sieg für uns und wieder ein Goldstern. Diesmal sogar noch fetter. Technik und Verteidigung auf 4. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Alter, John Morrison hatte 0 bei Verteidigung. Krass. Naja, das war's erstmal wieder mit Let's Play WWE All-Stars, meine Damen und Herren. Mit den Path of Champions Mode. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und nächstes Mal geht's dann weiter mit der Randy Orton-Kampagne. Bis dann, bleibt dran und tschüss.